Heute ist der vierte Tag im Monat Adar. Der Rambam sagt uns heute, es gibt eine Mitzwa von Maaser. Geben ein Zentel von was man verdient zu Zdakah, früher zu der Levi. Das ist außerhalb der Truma. Truma war zu Kohen, Maaser ist zu Levi. Truma war 1,50 oder 1,40 oder 1,60, kommt drauf an, wie viel man geben möchte. Maaser ist 1,10. Warum? Weil die Kohen bekommt viele andere Dinge. Der Levi bekommt nur dieses. Heute ist Maaser erfüllt dadurch, dass ein Mensch schaut, wie viel er eingenommen hat. Und er gibt 10%. Abgezogen von diesen 10% sind die absolut lebensnotwendigen Kosten. Zum Beispiel, die absolute Minimum, was ein Mensch braucht zum Leben, kann er abziehen für die Maaser vor der Basis. Jetzt rechnen die 10%. Damit ein Mensch ein bisschen Essen hat zum Überleben, kann er vorabziehen. Aber dass er hat jetzt nicht nur Wasser, sondern Coca-Cola, das ist schon innerhalb die 10%. So die absolute Minimum, was ein Mensch braucht zum Leben, kann er abziehen vor dem Maaser. Sonst alles wird von dem 10% abgenommen. Wenn ein Mensch hat ein unerwartetes Einnahme, das heißt nicht eine regelmäßige Einnahme, dann soll er von dieser gesamten Einnahme 10%. Es steht Aser, Te-Aser. Die Tora sagt, geben sollst du geben. Was heißt es? Sagt die Weisen, Aser, Beschwil Shatit Asher. Aser, Beschwil Shatit Asher. Gib 10%, damit du reich wirst. Die Wort Aser, 10, und die Wort Ashir, reich, ist die gleiche Wort. Die Frage, wo kommt der Punkt? Shin oder Sin? So, wenn ein Mensch gibt 10%, Aser, dann wird er Asher, wird er reich. Weil die Tora sagt, es gibt nur einmal, Hashem hat gesagt, test mir, mach mal einen Test, prüfe mir. Das ist bei Zdakah. Ubechanuni na bezot. Mach mir einen Test. Wenn ein Mensch gibt Aser, dann wird Ashir. Und das ist bewiesen in der Teure und der Rambam sagt es in der heutigen Rambam. Heute ist, wie gesagt, die vierte Tag im Monat Adar. Sagt der Rebbe Nehemjah, ein Mensch soll dienen Gott mit seinem Herz, aber nicht nur mit seinem Herz, auch mit seinem Verstand. Wie verdient man Gott mit dem Verstand? Dadurch, dass der Mensch kontempliert und meditiert in Gott. Wie kann er das machen? Er muss erstmal sich abschalten von seinen materiellen Leidenschaften und er muss dann erwecken die Gut in ihm. Der zweite Rebbe, der mittlere Rebbe, als er Torah gesagt hat, Chassidut, war es leise. Trotzdem hat er gesagt, shh, shh, shh. Das waren Gedanken in seiner Weisheit, die schneller gegangen sind als die momentanen Gedanken, die er gerade gedacht hat. Und hier lernen wir, dass ein Mensch soll manchmal in sich gehen, denken an die Konzepte von Torah und von Chassidut. Und das wird ihm machen, mehr zu einem edler Jid, die mehr an Gott gebunden ist.